Okay, wir rufen dann, wenn er ausgestiegen ist, herzlich willkommen im Silicon Valley. Und dann jubeln wir. Ganz lange. Bis Anna sagt Stopp. Herzlich willkommen im Silicon Valley. Wir sind bereit für Party. Oh, wie geil! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo, 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 hallo! So geil! Mit diesen Pickeldickes! Was machen wir heute? Backen wir irgendwas? Wir backen! Wir machen Party! Wir machen ein Musical! Ich hab geschminkt, die Schweine! Oh, wie schön! Was ein Empfang! Wahnsinn! Hallo! Das ist mein Waghäusel-Team! Das ist so kalt! Die Überraschung ist gelungen. So, backen, Spaß haben, Party, singen, komm, tanzen, was wir immer. Cool, ne? Oh ja, wir gehen ins Studio. Bis später. Kommst du vom Keller hoch? Genau. Er kommt aus dem Keller. Wir haben aber auch einen Fahrstuhl. Also manchmal hat die Jasmin steht dann hier und macht sie. Ich entschuldige mich jetzt schon mal fürs ganze Video. Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge. Ich muss sagen, ich habe nicht ganz so gut geschlafen. Nicht, weil ich Angst oder irgendwas habe, sondern weil ich mich einfach sehr freue auf meinen heutigen Gast. Ich bin ziemlich aufgeregt, weil es für mich halt auch einfach ein Mensch ist, der eine frohe Natur ist, ein Sonnenschein, ein Star, den ich schon seit meiner Kindheit wirklich kenne und verehre. Ich bin mit ihm aufgewachsen sozusagen. Er sieht immer noch genauso jung aus wie damals. Er ist Schlagerstar, Schauspieler, Moderator. Er hat ein wahnsinnig gutes Herz, ist sozial engagiert. Und ich freue mich so sehr, dass er heute aus meinem Keller zu uns kommt. Hier ist Ross Anthony. Hey, Sally. Ich nehme deinen Aufzug. Also. Entschuldigung, bitte. Hast du gesehen? Es war richtig voll. Ich war so. Also, war ein schönes Anfang, gell? So, was machen wir heute? Warum bin ich hier? Also, ja. Also, schön, dass du da bist. Danke dir, danke. Ja. Ja. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Also ich muss ja echt sagen, ich habe es mir sehr gut vorgestellt, aber nicht so gut. Und Ross ist doch wirklich ein Allround-Talent. Er kann singen, er kann tanzen, er kann moderieren, er kann schauspielern, er ist Dschungelkönig, er kann einfach so alles und jetzt kann er auch noch backen. So. Schon lange. So. Sogar, gell? Du kannst schon lange backen, bist schon lange backbegeistert. Ja. Yeah. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was wir alles reden sollen. Es ist einfach so lustig. Wir lachen einfach den ganzen Tag. Ich glaube, immer wenn ihr jetzt schlechte Laune habt, schaut euch einfach dieses Video an. Ich habe immer das Gefühl, ich habe total Haare. Ich kann dir was mitgeben. Aber es ist nicht was drin. Weißt du wohl, wenn eine Katze so macht? Es ist beim Eben. Schon wieder kommt so ein Wollknäuel raus. Da kommt so eine Haarbälle raus.
Sorry. Wir hätten einfach eine Live-Show machen sollen. Einfach live. Ja. Alle Menschen sind wir mit dabei. Wir wären nie fertig gewesen. Nein. Also wir machen was ganz Besonderes heute, ne? Ja, schön, dass du bei mir bist. Danke. Erstmal also ich habe mich tierisch gefreut und es ist wirklich danke für die Einladung. Ja, danke, weil, dass ihr da seid. Ich hatte nie gedacht, dass das passieren wird. Ja. Weil dich einfach manchmal zu erreichen ist wirklich schwierig. Ja, also vielleicht zur Vorgeschichte. Es war so. Bürgermeister Waghäusel ruft mich an. Der Thomas. Und ich dachte, es geht um ein Grundstück, um einen Bauplatz, um irgendwas, was wir falsch gemacht haben. Ich dachte, er ruft mich deswegen an und sagte einfach, Ross Anthony möchte dich gerne kennenlernen und dich besuchen. Und ich dachte mir so, okay, warum ruft mich jetzt der Bürgermeister Waghäusels deswegen an? Jedenfalls haben wir dann rausbekommen, dass du einen Freund hast, der unseren Bürgermeister und unser der Freund Uwe, ja. Uwe, der ist auch aus Waghäusel. Wir haben uns dann kurz danach auch kennengelernt und es war so lustig, weil anscheinend die E-Mails bei uns nie angekommen sind, weil ich bin schon ein Mensch, der immer zurückschreibt, aber die irgendwo war ein Fehler im Leck. Jedenfalls ist es eine lustige Geschichte. Der Uwe und der Bürgermeister haben uns zusammengebracht. Und jetzt bin ich froh, dass Toll, du da bist. Oh, ja. Das ist so schön. Und wir backen was ganz Tolles zusammen ja. heute. Ja, denn du hast ja dein Weihnachtsbuch mit dabei. Genau, mein nagelneues Weihnachtsbacken mit Ross. Genau. Und es ist, hat viele Rezepte von meiner Oma drin, ja. die ich unbedingt wieder machen wollte. Ganz tolle Geschichten drin mit deiner Oma, mit deiner Mama. Wirklich richtig toll und ich muss sagen, ich bin ja die Rezepte durchgegangen und habe so gedacht, was könnten wir backen, was könnten wir backen? Und sie sind sehr englisch angehaucht, weil genau. du in England auch genau. geboren bist. Wunderschön. Das war auch so ein Wunsch von meinen Fans und die haben gesagt, es wäre schön, wenn wir ja. die englischen Rezepte auch bei uns zu Hause backen könnten. Ja, genau. So. Und du hast was ausgesucht. Ja, weil ich dachte, wenn wir jetzt hier gemeinsam stehen, machen wir vielleicht nicht eine Torte, sondern wir machen diese Cupcakes. Das finde ich eine tolle Idee. Tannenbaum-Cupcakes. Leicht, lecker und einfach. Ja. Darf ich das Rezept dann für meine Community auch Du darfst, natürlich. Online stellen? Ja. ja? Okay. Das ganze Buch, wenn ihr wollt. Nein. Morgen ist alles drin. Alles. Wir haben dann alle Rezepte einfach rauskopiert. Wir machen einfach die eigene Kategorie Ross. Aber es ist ein schönes weißt Geschenk du? Für Weihnachten. Es ist ein ne? ganz tolles Geschenk. Ich ja. finde, es sind auch nicht zu viele Rezepte, nicht zu wenige, genau perfekt ausgesucht. Und einfach. Einfach. Einfache ja. Rezepte. Ich muss mir einmal kurz die Nase putzen. Vor lauter Lachen läuft mir jetzt einfach die Nase. Nicht nur die Nase. Aber das wird hier geschnitten, ne? Nehmen wir das, wie es ist? Also verstehe. Hallo, kommst du bitte wieder zurück? Oh, warte, ich muss kurz Hände waschen. Alles gut. Das ist ein ganz geiler Witz, ne? Es treffen sich zwei Nachbarn. Die eine sagt zu der anderen, hey Silvia, es wäre schön, wenn du abends mit deinem Mann so rumknutscht auf dem Sofa, dass du wenigstens den Vorhang zumachen könntest. Das sagt der Susanne, es wäre schön, wenn du die Brille aufsetzen würdest, dann wirst du sehen, dass es dein Mann ist. So, wir fangen mit den Zutaten an. Das hast du schon erwähnt, was sie sind. Ne? Genau, wir erwähnen jetzt mal ganz kurz die Zutaten, denn ja. wir haben sie schon hergerichtet. Ich sag gleich was zu einer Zutat dazu, ja? Denn diese Zutat ist speziell, die kannte ich auch nicht. Vielleicht kannst du was dazu erklären. Für die Muffins verwenden wir 100 Gramm weiche Butter, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz, etwas Vanilleextrakt, drei Eier, die sind bereits auf Raumtemperatur, 200 Gramm Mehl plus Backpulver oder ihr nehmt das Backmehl, 140 Gramm Minzmeat, etwas Muskatnuss und Lebkuchengewürz. Und das ist die Frage, Minzmeat. Minzmeat, auch nicht. So sieht's aus, ne? Genau, aber in deinem Rezeptbuch hast du auch ein Rezept dafür, auf genau. Seite 15 auf nämlich. Auf Seite 15, genau. Du kannst vielleicht erklären, ich kannte es tatsächlich gar nicht. Also es ist tatsächlich kein Fleisch, ne? Genau. Das ist was anderes. Was würdest du das sagen? Das ist das eine Mischung aus? Wie so eine, ja, also ich habe gelesen, dass man ja früher auch Fleisch verwendet hat. Aber es ist eigentlich wie so ein, ähnlich wie so ein Chutney irgendwie, ein ne? Chutney. Oder? Ey, das ist super. Oder? Genau ist das. Aber ein so bisschen Trockenfrüchte, anders. Trockenfrüchte, man kann es mit Brandy zubereiten, schreibst du auch, oder genau. Orangensaft alkoholfrei. Gewürze sind mit dabei und. Aber alle Infos steht dann. Genau, alle Infos stehen hier. Und so, das ist Mincemeat. Das ist kein ja. Fleisch, ne? Ja, meine Stimme, die bleibt heute einfach weg vor lauter Lachen. Ja, das sind die Basiszutaten und eigentlich sind ja Cupcakes recht easy. Eigentlich, das hast du gesagt, es eigentlich. Ist, das Dekorieren ist eben immer das Schöne. Ja. Und, so, wir fangen an, ne? Ja, wir fangen okay. an. Ich reiche immer alles rüber und du kannst das ja? alles reinmachen. Oder weil, möchtest du auch hier? Nee, das kannst du gerne machen. Ja? Schön. So, wir fangen mit den Butter an. Es muss schäumig geschlagen werden. Mhm. Sollen wir direkt Zucker und Vanille dazu? Wir können alles direkt, ja. Ja, ne? Genau, Zucker. Ich präsentiere das immer sehr schön.
Vanilleextrakt. Wir können auch einfach Sallys Welt umbenennen in Sallys und Ross Welt. Nein, nein. Nee, das, da das kommst du einfach immer dazu und... Was machst du? Das ist wahrscheinlich eine frische Flasche. Da ist oben dann immer so viel Vanillemark. Oh, da, geil. Yeah. Es ist doch eine frische Flasche. Okay, kurz schaumig rühren. Oh, guck mal, wir haben so ein Display hier, was toll ist. Ja. Bisschen höher? Oh, ein bisschen höher, ja. Oh, das sieht jetzt schon gut aus, ne? Erstmal stoppen wir das. Sieht perfekt aus. Perfekt, ja. Dann machen wir natürlich den Mehl, die Eier erst dazu, ne? Mhm. Mehl. Sollen wir so eins nach dem anderen? Ich würde es machen, ja. Nicht, dass das zu deftig wird auf einmal, ne? Ja, sonst. Jetzt soll ich? Ja. Immer schön einrühren, dass sich's verbindet und dann das nächste. Guck mal, was für eine schöne Konsistenz das jetzt schon hat, ne? Ja, cremig. Ja. Genau, beim Ei muss man immer aufpassen, dass es schön homogen wird. Immer einrühren lassen und dann das nächste. Hier gibt es aber sogar ein Programm für Sponge Cake. Ja. Dann macht man alle Zutaten rein und dann ist es so ein All-in-One-Cake. Oh, wow. Das ist auch cool. Dann rührt er erst langsam, dann kurz schnell und dann ist auch alles homogen. Und hier vorne kann man natürlich die ganze Rezepte abrufen lassen. Ach so, verstehe. Mhm. Oh, schau mal das an. Das sieht wirklich schön aus. Ja, und jetzt können wir alles andere rein. Und das kann alles andere rein, ja. Gut. Wow. Komm, das machen wir zusammen. Okay. Oh, jetzt geht's los. Wow. Dieses self-raising Mehl. Erst die Haare im Rachen, jetzt das Mehl im Rachen. Dieses self-raising Mehl, das kennen ja viele auf der ganzen Welt, aber hier in Deutschland war das nie bekannt. Nee, aber das ist super, ne? Dafür braucht man kein Backpulver. Genau, weil es genau. Und das habe ich dann quasi als Backmehl sozusagen gemacht. Ach, schön. Komm, wir räumen ein kleines bisschen auf, während wir... Ja, das rühren wir noch ganz kurz ein hier. Ich hab den Deckel vergessen. Warte mal, ich komm gleich wieder. Ich habe im Keller eine Spülmaschine, kannst du einfach abstellen. Perfekt. Guck mal, ganz easy. Toll. Und so soll das aussehen. Man sollte auch die Rosinen sehen können. Mmh, riecht super. Wenn man jetzt sagt, man mag irgendwie keine Rosinen oder eine Früchte nicht, kann man das mit was anderes ersetzen. Einfach ersetzen, ne? Ja, definitiv. Ist es was man immer zu Hause haben sollte als Engländer, dieses Mincemeat? Ja. Wir haben das tatsächlich wirklich zu Hause. Nee, muss man nicht nur zu Weihnachten. Es schmeckt natürlich sehr weihnachtlich, aber man kann das überall verwenden. Und es gibt diesen extra, wie sagt man das, diesen extra Schuss irgendwas. Ja. Das ist schon wichtig. Und isst man das nur mit süßen Gerichten oder isst man das zum Beispiel auch zum Fleisch oder Gemüse? Kann auch, ja. Also wirklich wie so ein Chutney eigentlich, ne? Okay. Guck mal, ich habe da schon eine Muffinform gerichtet. Oh. Wenn du willst, kannst du die... Präsentieren? Jetzt gerne, auch gern präsentieren. Oder gerne schon mal einfüllen. Ach, und weißt du was, ich finde, wir sollten einfach dein Buch hier noch hinstellen. Also, was ich ganz toll finde, ist es... Sieht man das hier, Anna? Yes. Hier? Perfekt. Wunderbar. Dann haben wir Ross in meiner Küche. Komm, wir zeigen noch ein bisschen, wie es aussieht. Ja, guckt mal. So ist fluffig. Ja, so ein bisschen Food-Content. Ja. So ein bisschen Food-ASMR. Ist mein Gesicht auch... So, das ist, das liebe ich. Wundervoll. Ich muss sagen, wenn ich deine Videos anschaue, ne, ich liebe es, wenn du Sachen befühlst. Kannst du mir das zeigen? Das ist so geil, wie du das machst. Ich mag es halt immer, wenn man mit oder in der ohne Küche... Haare. Mit Haare? Nee, ohne Haare. Okay, ohne. Ich mag es halt immer, wenn alles sauber abläuft. Aber ist es nicht eine geile Idee? Oder? Also, warum bin ich nicht selber drauf gekommen? Ne? Ich, oh Gott, darf ich? Ja, oh, du darfst. Oh mein Gott. Machen wir so einen großen Eispassierer voll, dann hat man nämlich immer die gleiche Menge. Ich habe ja auch meine Community. Schau mal das an. Ja, guck mal, wie schön. Sorry, schau mal das. Oh, wie leicht. Ich habe meiner Community gesagt, dass du kommst und alle haben sich sehr gefreut. Also wirklich, es war durchweg positives Feedback, dass du bei mir bist. Oh. Und ich habe einige Fragen auch von euch gesammelt, die würde ich dir dann einfach immer so zwischendurch mal stellen, ja? Ja, du weißt, dass ich nicht zwei Sachen auf einmal machen kann. Das kannst du schon. Jetzt möchte zum Beispiel jemand wissen, was deine
absolute Lieblingszutat ist beim Backen? Also meine absolute Lieblingszutat ist definitiv Streusel. Ja. Also ich liebe das, ich liebe wie bei dir, ich liebe das zu dekorieren, das ist mir super. Also die dekorativen Streusel. Die dekorative Streusel, ja. Und was ich ganz toll finde, ist auch Zimt. Ja. Zimt macht alles, oh, also ich könnte Weihnachten den ganzes Jahr zelebrieren, ne? Ja. Aber es macht alles wirklich toll. So sehr aromatisch. Ja, genau. Ja, finde ich auch. Gibt es auch ein Lieblingsrezept von mir, was du mal nachgemacht hast, wo du sagst, das Rezept, das ist Hammer? Also Sweta, es gibt nicht nur einen, es gibt mehrere. Ja. Ne? Ich fand diese Comic-Torte, was du gemacht hast, fand es toll, weil du hast von innen gezeigt, wie das alles ausgesehen hat, fantastisch. Minion ist natürlich super in meiner Familie angekommen und ich habe es wirklich... Bis heute auch eigentlich wie ein Minion angezogen. Ne? Banana! Ja, und, okay. Und was ich schön finde, ist, wenn du Mini-Muffins machst. Oh, ja. Ja, das sind so lecker. Und dann die befüllst du die mit irgendwas, ne? Also mit Schokolade oder was auch immer. Und du hast wirklich, und das ist, was ich ganz toll an dir finde, du kreierst neue Sachen, wo ich denke halt, mein Gott, warum habe ich das auch nicht ausgedacht, ne? Dass man das so machen kann. Du machst das wirklich und ich kann es verstehen, warum die Leute dich so lieben. Ach, danke schön. Also wirklich, du bist ein toller Mensch. Sie ist wirklich ein toller Mensch. Danke. So du bodenständig auch. Und nett und lieb und höflich und Wahnsinn. Bei uns war es auch Liebe auf den ersten Blick, muss ich sagen. Dann hoffentlich nicht der letzte. Ja. So schön, richtig toll. Mein Team hat auch, ich muss dich jetzt schon mal vorwarnen, mein Team hat Spiele vorbereitet. Oh, wirklich? Challenges und Spiele, denn zu Gast bei Sally ist immer so ein Format. Da möchte ich natürlich meinen Gast besser kennenlernen. Sie wollen uns beide immer herausfordern. Also mein Team, ich weiß auch nichts davon. Ihr wisst aber, es gibt eine Abmahnung, wenn es was Schmuddeliges ist. Und ich möchte auch was vom Gast lernen. Das heißt, du darfst mir später auch was beibringen. Oh, wirklich? Ich meine, es wird sicher anbringen, es wäre angebracht, wenn du mir Singen beibringst. Ja, das mache ich. Oder Musical. Ja. Genau, das würde ich gerne lernen. Die Schatten werden länger. Ja, geil, okay. Was war so als Kind deine Musikinspiration? Meine Musikinspiration damals war Kylie Minogue. Mhm. Kennst du noch, ne? Mhm. Bananarama. Banane, das kann ich nicht. I'm your Venus, oh, ja, I'm natürlich. Your fire, your desire. Natürlich. Oder Madonna natürlich. Oh, like a virgin, boo, touched for the very first time. Solche, Rick Astley. Never gonna leave you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. So, es gibt so viele. Toll, ganz toll. Ja, ich bin ein kleines bisschen älter als du, das muss man auch nicht vergessen. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen, 2 Jahre. 29 und er ist 32. Das können wir so stehen lassen. Ich schreib's in die Bauchbinde. Aber du hast mir gestern gesagt, du bist über 30. Das schneiden wir raus. Das war nur ein Witz, nur ein Witz. Sie ist sehr jung. So, sieht gut aus, ne? Toll. Ich habe so die Angewohnheit, ich muss immer alles auskratzen. Ablecken, so ne? Ja, also ablecken tue ich nicht, weil ich nicht naschen will. Weißt du auch warum? Du darfst ablecken, das macht mir gar nichts. Mir macht das überhaupt gar nichts, wenn jemand was ableckt. Aber wenn ich so viel naschen würde, Du würdest auch sein wie ich. Nee, dann könnte ich das nicht mehr essen, was ich backe. Ach so, verstehe. Das ist dein Problem. Dann wäre ich schon satt. Komm, mir noch mal zeigen. Ja. Schade, dass wir keinen Geruchsfernsehen haben. Ja. Ne? Weil jetzt riecht das manchmal jetzt auch. Manchmal besser so, und je das nachdem, ist das, was für ein Gast da ist. Aber heute wäre es echt gut. Und das ist das Minzmeat, was man riecht gerade. Ne? Das ist echt gut. Es ist schon anders. So. Tolles Aroma. Bitte, einfach in den Backofen für 20, 25 Minuten. Achso, alles gut. Ja. Alles gut. Perfekt. Ach je, das kann ja heiter werden. Gut. Ja, dann würde ich sagen, können wir doch die Backzeit überbrücken mit einem Spiel, oder? Oh, freue ich mich. Ja. Ich auch. Wird's einfach? Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Bitte seid nett zu uns. Herzlich willkommen zu Gast bei Sally. Yay! Wir haben für euch ganz, ganz tolle Spiele vorbereitet und unser erstes Spiel ist Riechen. Riechen? Riechen? Ja. Warum brauche ich denn einen Kopfhörer? Ja, du wirst erst als zweites drankommen. Ihr müsst als erstes mal beide einmal die Brillen aufsetzen. Ach so, verstehe, aber meine Haare. Ihr dürft beide nicht sehen. Jetzt schon? Ja, gerne jetzt schon. Warte mal, ich mach die Musik an. Nein, mach sie ruhig noch aus. Ich erkläre noch ganz kurz. Ach so, verstehe. Okay.
Ich zeig euch jetzt, beziehungsweise ich zeig euch nichts, ich lasse euch 7 Dinge riechen. Und ihr dürft dann erraten, was das ist. Wie setzt man denn das auf? Aber das ist alles, hat alles mit Essen zu tun. Es ist ja, nicht so genau, es sind alles Socken oder so. Nee, keine Socken. Bitte nichts nee, Ekliges. Ich will mich nicht übergeben. Ich bin so geruchsempfindlich. Ich bin auch. Ich kann nicht riechen. Geruchsempfindlich. Du kannst nicht riechen. Und ich rieche immer alles. Es wird lustig. Ich hasse Eiergeruch. Bitte keine Gläser mit Ei. Ich kann nichts versprechen. Dora, mein Auge. Wie setzt man denn so ein Ding auf? So, der Ross wird jetzt die Kopfhörer aussetzen. Okay. Und wir beginnen mit dem Spiel. Jetzt schon? Ich hätte da auch einfach sagen können, mach die Augen zu. Für was brauche ich so eine Taucherbrille? Ich gebe dir als erstes mal... Ich gebe dir... Es sieht aber aus, oder? Ich gebe dir einmal die Kaffeebohnen in die Hand. Dann kannst du deinen Geruch neutralisieren. Die rieche ich. Das ist Kaffee. Das Arabica. Ist Kaffee, genau. Arabica-Bohnen, doppelt geröstet. Ja. Vom Lidl, das rieche ich. Gewonnen? So, fang. Habe ich. Ah, ja. Ah. Okay. Gibt es dafür auch einen Punkt? Nein. Was tut der hinter mir? Ich hör nur seine Hand. Wir sehen es alle. Ich gebe dir jetzt den ersten Behälter, beziehungsweise ich halte ihn dir hin. Du musst riechen. Oh! Ist das Pfeffer? Warte mal, ich kenne doch den Geruch. Das ist doch Pfeffer. Das ist doch schwarzer Pfeffer, oder? Ich das ist doch ein Gewürz. Warte mal, ich kenne den Geruch, das Ding. Ich weiß nicht, wie lange Ross noch aushalten wird. Ich sag Pfeffer. Okay. Ich kann dir jetzt noch nichts dazu sagen. So, zweiter Geruch. Oh, das riecht gut. Oh, das riecht gut. Macht er hinter mir ein Workout? Ich kann mich nicht konzentrieren. Warte mal. Mann, das ist so unfair, mein Lipgloss riecht. Ich kenne den Geruch, aber ich kann es nicht, ich komme nicht drauf. So, 3, 2... Warte. Irgendwas mit Orange. Orange, Vanille? Aber vielleicht ist Vanille auch in meinem Lipgloss, das irritiert mich. Okay. So, es geht weiter. Aber es riecht... Wie aus meinem Garten. Das ist ein Gewürz aus meinem Garten, irgendein Kräuter. Das ist kein Gewürz, das ist ein Kräuter. Ah, ist das keckig? Bergbohnenkraut. So, kommen wir zum nächsten. Ich höre ihn nur schnaufen. Was tut er? Ready? Ja. Bist du schon da? Ist das... Die Biomülltonne. Yeah. This is the rhythm of the night. The This night is the rhythm of the night. The night. Gotta get up. Gotta get up. Er hört mich nicht, ne? Ist eine Zwiebel? Also es riecht wie Biomülltonne. Also deine Antwort? Biomülltonne. Okay. Oh, das ist ekelhaft. Weiter geht's. Dreh dich mal bitte ein bisschen weiter so rüber. Ja, so. Du. Oh. Hab ich's jetzt im Gesicht? Nein. Das muss Ceylon Zimt sein. Ceylon Zimt. So, noch 2 Stück und dann hast du es geschafft. Oh Gott. Check it out, 1, 2, 1, 2, check it out. DJ Ross bist in the da? House. Ja, ich bin schon da. Yeah. Das riecht Was habt ihr für Musik ausgesucht? Das riecht wie Kakao. Antwort? Wie Kakaopulver. Kakao? Entweder Kakao oder Schokolade, dann nehme ich Kakao. Hallo? Mama? Nee, ich kann nicht im Moment. Nein, alles gut. Ja, reden später. Tschüss, bye. So, das letzte. Kannst du es erraten?
riecht seifig. Aber nicht wie Rose. Eine Seifenblume. Vier. Okay. Dann lassen wir es dabei. Okay. Super. Darf ich das jetzt absetzen? Ja, du darfst es jetzt absetzen. Meine Damen und Herren, DJ Ross Anthony. Fangen wir an? Ja. Let's go. Hier, ich bin vor dir. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, es ist... warum machst du das die ganze Zeit? Kann ich das halten? Damit vielleicht der Kuchen ein bisschen stärker wird. Ist das Pfeffer? Also ich würde sagen, Pfeffer. Okay. Number two. Oh, ich hole die Muffins aus dem Ofen, ja? Ah! Nochmal. Apfelmus. Kriegen wir einmal eine Serviette, bitte? So. Es tropft. Danke. Oh, ich sitze in meiner Nase. Ich glaube, das ist nicht alles abgemacht. Alles gut jetzt? Ich werde nicht ein einziges richtig. Okay. So, Nummer drei. Das ist ein Gewürz. Aber warum ist es so tief? Meine Nase kommt nicht dran. That's what he said. Also, So, ich gebe dir noch 5 Sekunden. Also, warte mal. 4, 3, 2, Basilikum, ich weiß noch nicht. 1, okay, Basilikum. Nee, war das nicht, aber ich weiß, was es ist. Wie heißt das? Die Oregano. Oregano, okay. Das wollte ich dann sagen. Dann lass mir bei Oregano. Oregano, ja. Okay. So, nächste. Oh. Oh, das ist schrecklich. Oh. Was könnte es sein? Tintenfisch. Okay, dann lassen wir es bei Tintenfisch. Zwiebeln. Okay. Zwiebeln. Das ist Zwiebeln. Ach, das war der Biomüll, den ich gesagt habe. Ich hab das riecht nach Biomüll. Was ist jetzt? Oh Gott, ist es in meiner Nase. So. Ist das letzte? Nächste Gefäß? Nein, es kommen noch ein paar. Aber ich weiß, was das ist. Das musst du wissen. Ja. Oh mein Gott, hab ich... Reinigungsmittel. Hey, wirklich? Nein. Hey, du hast es noch vorhin im Video gesagt gehabt. Zimt. Zimt? Lebkuchengebäck. Lebkuchengewürz. Gewürz. Lebkuchengewürz? Ja. Okay. Intuition. Was war intuitiv? Das erste. Zimt, oder? Das erste, Zimt. Ja, richtig. So. Katzenfutter. Schokolade. Geschmolzene Schokolade. Deine finale Antwort lautet? Schokolade. Also Nutella oder so. Okay. Und? Warum lacht ihr? Das letzte. Weil ich jetzt sehe, was es ist. Oh! Seifer. Super. Seifer. Oh Gott. Das war's? So, das war's. Und wann sagt ihr uns, ob was richtig, was falsch war? So, ich zeige euch jetzt mal, was das war. Oh mein Gott. Kommt mit nach vorne, genau. Nummer 1. Pfeffer. Haben wir richtig, ja, gell? Ja. Habt ihr beide richtig geraten? Ne? Oh Gott sei Dank, wenigstens einer. Das ist mir egal. Was war das zweite? Was könnte das sein? Warte, ich muss noch mal riechen. Romelade. Ah, jetzt weiß ich's. Ist meine Handcreme. Ja. Ist deine Handcreme? Was hab ich gesagt? Das riecht nach Orange und Vanille. Du hast mir gesagt. Das ist Orange und Vanille. Oh, wie geil. Und die kann man essen. Hast du da dran geleckt? Nee. An der Nase war das es? Ah, ja. Kann man wirklich essen? Ja, das ist eine Handcreme, die kann man essen. Kann man essen. Wow. Ist nur aus Lebensmitteln. Geil, das aber das wäre nicht drauf gekommen. Das war ein bisschen schwierig, ne? Ja. Jetzt habe ich mich voll gesabbert mit Olli. Ja. Ach, hier. Habt ihr einen Wurf- und Fangspiel? Beim nächsten Mal. Hier, guck, die kann man komplett essen. Ah, die habe ich schon benutzt.
So, als drittes haben wir Thymian. Oh. Ah, da wart ihr beide leider falsch. Aber ganz ehrlich, ich finde Oregano, Thymian, Mayo, ich finde, er hat einen Punkt verdient. Weil, nein, alles gut. Nee, weil ich kann Oregano und Thymian absolut nicht auseinanderhalten. So eine ähnliche Gruppe, ich finde das schon... Okay, ich nehme das gerne. Super. Danke dir, ja. Das Oregano. Ja. Sehr fair hier. Oh. Und die Biomülltonne. Zwiebeln. Yes, habe ich. Hast du Biomülltonne? Einfach Biomüll. Das riecht wie mein Biomüll. Und dein Lieblingsgewürz. Oh ja, das hatte ich im Gesicht hängen. Zimt. Ich hab's gehört, aber du hast das mir geholfen. Weil ich habe Zimt und dann habe ich Lebkuchen gehört. Und dann habe ich gesagt, nimm das erste wieder Zimt. Ich habe so rein gerochen und dann habe ich reingeatmet und dann hatte ich es im Gesicht. So, und dann einmal noch hier Kakao. Mhm. Also Schokolade. War keine Schokolade, es war Kakao. Aber es hat sich wie Schokolade. Und wenn man die Sachen nicht sieht, die man riecht, dann finde ich es schon eklig manchmal. Mhm. Komisch. Deswegen, ich habe gesagt, es riecht nach meinem Backschrank. Du hast Backschrank gesagt, du hast gesagt, ihr habt Katzenfutter. Ja. Mhm. Ich finde, wenn man das nicht sieht, dann sind manche Gerüche nicht so toll. Und wenn man so eine Mischung aus Kaffee und das zusammen hat, ne? Weil der Kaffee ist sehr stark, dann und Seife habe ich richtig. Oh ja. Und Seife wart ihr beide richtig, genau. Das ist die Lavendelseife von uns. Ja, ja. Wobei die im ersten Moment schon stark riecht und dann. Ja. Ja, geil. Okay. Mhm. Und super, die Punktestand machen wir später. Wir sammeln alle Punkte und ganz zum Schluss, weil es einen Gleichstand gibt, gibt es eine Schätzfrage. Ja, natürlich. Gibt es einen Preis? Ja. Natürlich gibt es einen Preis. Gibt es einen Pokal? Gibt es einen Pokal? Wir sagen noch nichts. Okay. Oh, wow. Cool. Aber das erste Spiel war super. Was? Ihr wart super. Was machen wir jetzt? Jetzt geht's weiter jetzt mit dem Backen. Jetzt sind die Muffins fertig, jetzt können wir backen. Wolltest du? Ja, so. Und Papa ist da! Hey! Hallo, Papa. Alles gut? Alles gut. Mehmet? Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Mein Lieber. Mehmet. Ich freue mich. Sehr gut. Wunderbar. Ah, toll. Großer Star hier. Großer Star in Waghäusel. Oh. Jeder kennt den Präsident, Mehmet. Er ist immer Präsident hier. Präsident. Weil er alles weiß, alles kann. Ja. Mein Papa. So soll das sein. Oh. Bestimmt die Cupcakes, ja bitte. Ja, wie sagst du? Cupcakes, Küçükböle, Muffins, üstünde Krema var. Tamam. Sonra istersen denersin. Tabii. Tamam mı? Zaman yeterse. Tamam. Tamam. Çekileyim mi buradan? Nasıl istiyorsan. Kenara çekeyim mi? Tamam. Ich ziehe mich zurück, dass ich euch nicht störe. Oh, wie süß. Wie süß, was für ein toller Papi. Ja, der ist ganz süß. Oh. Hat auch die Schuhe ausgezogen. Ja, ja. Ja. Wie ich. Schau mal meine Schuhe an. Tada. Kleine Schweinchen bei uns in der Küche. Hat man das nicht gesehen, ne? Und das im muslimischen Haushalt, meine Freunde. Das habe ich total vergessen. Wir hatten auch schon ein kleines Schweinchen hier. Oh, wirklich? Ja. Ach so. Ich halte das die ganze Zeit. Ich verstehe das nicht. Ja, wirklich. Der Papa, der erinnert sich jetzt nicht dran, aber wir haben damals tatsächlich zusammen Dschungelcamp geguckt, als du auch dabei warst. Aber das ist schon fast 15 Jahre ist es. Ja, und der Papa liebt es einfach. Ja, wirklich? Ja, ja. Oh, dann hätte mich doch mein Leben schon gesehen. Ja, finde ich ja schon krass. Also wenn ich jetzt angefragt werden würde, ich würde nicht mitmachen können, weil ich so wahnsinnig Angst und Ekel vor kleinen Tieren habe. Also ich muss sagen, damals war Dschungel schon viel anders. Ne? Ja. Ich war eine von den ersten Staffeln, wo ich dabei war. Und ich habe das immer in England angeguckt, das Vergleich. Und ich fand das immer so toll. Und ich wollte das unbedingt machen. Und ich hatte damals nichts zu verlieren. Ne? Ja. Und dann habe ich wirklich gesagt, ich will das unbedingt. Das ist so eine tolle Show. Und ich bin so stolz drauf, wenn ich dabei sein könnte. Dann habe ich das gemacht, habe ich nie im Leben mitgerechnet, dass ich gewinnen würde. Und dann habe ich wirklich Spaß meines Lebens gehabt. Ne? Das war wirklich ganz toll. Aber das musstest du dich irgendwie anfangs so wahnsinnig überwinden? Hast Definitiv. Du dich vorbereitet? Oder? Ich habe eben, man kann sich nicht vorbereiten dafür. Ne? Ich hatte auch Angst vor Spinnen, vor Ratten, vor alles Mögliche. Ja. Natürlich, damit war ich blöd, weil ich das alle erzählt habe. Ne? Und dann wurde ich immer wieder gewählt für jede Prüfung. Oh Gott. Musste ich alles durchziehen. Aber
Ich habe das Gefühl, weil wir hatten keinen Kontakt zu den Außenwelt. Ich hatte keinen Computer, kein Handy, kein gar nichts. Ich bin aus dem Dschungel ein viel besserer Mensch geworden. Ne? Und das ich habe eine Auszeit. Genau. Und ich hatte so viel mehr gelernt. Ne? Ja. Und ich bin viel ruhiger geworden, ob das kaum zu glauben ist. Was? Aber ich bin wirklich ruhiger geworden innerlich, ne? Obwohl ich immer eine riesen Freude fürs Leben habe. Ja. Ne? Ich liebe das. Ich glaube, das merkst du. Ne? Ich bin jemand, natürlich, der das Leben angreift und genießt. Ja. Das ist super wichtig. Und wenn ich damit die Leute zum Lachen bringen kann, dann tue ich das auch gerne. Ne? Ja, ich meine, ich muss ja sagen, ich habe ja damals Popstars mitverfolgt. Ich war ein wahnsinniger No Angels-Fan. Ich war aber auch ein wahnsinniger Broses-Fan. Maybe I believe that you were meant for me. And if there's somebody, then baby, I believe that somebody is you. And everything you do, cause baby, I believe. I believe. In you. Oh mein Gott, ich habe mit Ross Anthony I Believe gesungen. Do you know what it feels like? Do you know when the time's right? The very own way, no matter what they say. Do you? Geil, oder? Oh mein Gott. Es gibt so viele geile Songs damals, ne? Meine Jugend, ja. Heaven must be missing an angel. Ja. Also, ach, einfach schön. Wenn man nur meine Stimme hört, nicht mein Gesicht dazu sieht, man wird denken, dass ich immer noch 19, 20 bin. Definitiv. War ich sowieso nie bei Broses, aber... Definitiv. Vielleicht kannst du mir ja gleich ein bisschen Gesangsunterricht geben. Auf jeden Fall, ja. Bei mir ist schon immer auch wichtig, dass ich auch was lerne von meinem Gast. Echo Fresh war da, er hat mir das Rappen beigebracht. Kannst du rappen? Wir haben einen Punch-Rap gemacht, so eine Punchline. Ich weiß natürlich nicht mehr, was wir damals gerappt haben. Was war denn der Song? Es war... kommt noch jemand drauf? Wie waren die... Guck mal, die sind so. No girlfriend, that's not my thing. Okay. Ich back leckere Kuchen und Torten, davon ganz viele verschiedene Sorten. Jetzt bringe ich noch den Kaiserschmarrn ins Spiel, aber isst davon bloß nicht so viel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt machen wir erstmal hier unsere Cupcakes weiter. Ja, ne? So wie man sieht, aus dem Ofen gebracht. Ne? Genau. Wir sehen wirklich... wunderschön. Jetzt schon, ich habe schon eins gegessen. Mhm. Das war sehr lecker. Ja. Genau, die sind schön abgekühlt, das ist auch immer wichtig. Und hier haben wir einfach eine Buttercreme aus Butter, Puder, Zucker, Frischkäse. Genau, ganz einfach. Ne? Und Vanilleextrakt. Ja. Ein Vanilleextrakt, ja. Ja, die färben wir jetzt ein, oder? Wir färben ein, genau. So, hier bitteschön. Dankeschön. Da reichen nur wenige Tropfen. Wir gucken einfach mal, was für eine Farbe wir erreichen möchten. So? Mhm. Ja, das wie die Oma früher, ne? Genau. Und du hast ja auch erzählt, und ich habe es auch in deinem Buch gelesen, so das viele Backen kommt auch von der Oma. Ist definitiv. Ich habe meine Oma, wie du deinen Papa, abgöttisch geliebt. Ne? Ja. Und wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Ich war immer bei ihr zu Hause und zuletzt ist sie dann zu uns gekommen, weil sie hat Probleme. Sie hat einen Hüft gebrochen. Ja. Ne? Und dann müsste sie dann zu uns kommen und leben. Und trotzdem haben wir weitergebacken und sie hat mir sehr viel beigebracht. Ja. Sehr viel. Ich habe sie so geliebt. Sie hat mir immer so tolle Märchen vorgelesen und Geschichten erzählt und sie hat immer an mich geglaubt. Mhm. Ne? Was war so dein Lieblingsrezept, was Oma so zubereitet hat? Oma konnte wirklich ein ganz tolle britische Stollen backen. Mhm. Und was Schönste mit Stollen ist, es hat immer viel länger gehalten. Ne? Und so, man konnte das wirklich... Das ist wirklich wie so ein Früchtebrot? Genau, ein Früchtebrot. Mhm. Übrigens, wir haben auch ein Früchtebrot in das Backbuch das drin. Und das ist vegan. Es gibt einige vegane Rezepte drin. Ja. Und wahrscheinlich kann man es auch gut mit veganen Alternativen auch jedes Rezept zubereiten. Ja. Ah, hier. Definitiv, hier, da ist es. Früchtebrot. Richtig schön. Mir fehlte das ja. Also mir fehlte so, ich hatte eine Oma, aber ich hatte ja nicht so diese typische deutsche Oma. Deswegen kenne ich diese ganzen deutschen Rezepte gar nicht von meiner Oma oder Mama, sondern habe mir das immer alles selber beigebracht. Und von meiner Mama habe ich das ganze türkische Backen und Kochen gelernt. Ah, ja. Also wie meine Schulfreunde früher hatten, dass sie gesagt haben, so die Oma, die kocht heute für mich, das gab es bei mir nicht. Mhm. Ja. Wir machen das ein bisschen so mit. Ja, genau. Gefällt dir der grüne Ton oder sollen wir es ein bisschen greller machen? Nee, das ist super. Ist gut, ne? So schön weihnachtlich super gedeckt. Ja. Ja, also. Und dann habe ich in der Grundfrau, viele Leute fragen mich, warum hast du dann dein zweites Backbuch rausgebracht? Und es ist halt, meine Oma lebt nicht mehr, schon lange nicht mehr. Aber ich will trotzdem, dass ihre schönen Rezepte weiterleben. Das ist mir super wichtig. Ich glaube, bei dir ist es tatsächlich so, ne? Ja. Dass ich finde es schön, dass viele Leute, die backen zu Hause, die Rezepte von meiner Oma nach.
Das ist auch richtig schön. Also wenn ihr das auch mal durchblättert, er hat auch ganz, ganz viele Bilder mit seiner Oma dabei. Viele tolle Geschichten mit dabei. Bilder aus deiner Kindheit. Aus meiner Kindheit, aus deiner Kindheit auch. Schön ausgesehen. Du siehst immer noch schön aus. Guck's dir an. Junger, hübscher Mann hier. Photoshop, sweetie, Photoshop. Stilvoll. Immer gut gekleidet. Immer. Und das, immer, da gebe ich mir sehr Raum, Mühe, genau. Du betrittst den Raum und siehst immer alle Blicke auf dich. Das ist Wahnsinn. Einfach schön. Und ein sehr positiver Mensch. Oh, deswegen freue ich mich, dass du hier bist. Und ich hoffe, du kommst immer mal wieder vorbei zum Kochen. Oh, ich würde mich sehr freuen. Ja. Wir können wirklich Sachen experimentieren. So, ne? Natürlich. So, jetzt kommt das schönste Gut. Teil eigentlich. Jetzt, ne? Hier nehmen wir unsere Spritzbeutel. Guck mal, die Schere ist bei dir. Die würde ich einmal nehmen. Genau. Sehr gerne. Da ist der Tolga jetzt ganz stolz, denn wir geben keine Schere und Messer aus der Hand. Da sagt man immer, man würde sich dann streiten. Ach so. Deswegen legt er es immer ab. Das ist natürlich ein Aberglaube, aber. Okay. Und wie war das für dich als Kind? Hast du auch sehr viel mit Mama und Papa in die Küche gestanden? Ja, und mit Mama viel. Papa war ja viel arbeiten, meine Mama zwar auch, aber die war dann trotzdem die meiste Zeit da. Und mit Papa war immer viel im Garten, viel draußen. Also ich hatte wirklich. Ich sag zwar immer, ich wurde streng erzogen und hatte nicht so viele Freiheiten wie Freunde, aber ich hatte eine wahnsinnig schöne Kindheit mit meinen Eltern. Die haben viel mit uns gemacht. Hm. Wir waren viel in Freizeitparks, wir waren viel im Zoo, im Luisenpark. Also wir waren wirklich, wirklich viel unterwegs. Meine Eltern, die haben sich immer Mühe gegeben, dass wir gut erzogene, gebildete Kinder werden. Ja. Kann ich nur sagen, das ist das beste Erfinden. Das hier? Überhaupt. Das ist so toll. Ja. Das ist wirklich mein Lieblingsutensil. Der Spritzbeutelständer, ne? Der Spritzbeutel. Ja, oh mein Gott, das ist so geil. Es ist so geil. Oh, wirklich. Oh. Ja, ich habe vor, wir gehen später noch in den Shop zu uns. Und dann ja? Schaust du einfach, was dir alles gefällt und was du brauchen kannst, ja? Oh Gott, das hättest du mir sagen müssen. Okay, ich bin gespannt. So, sollen wir halb-halb machen? Ja, definitiv. Ich glaube, wir stellen den Spritzbeutel kurz in den Kühlschrank. Die ist so ein bisschen weich, weil es hier drin so warm ist. Okay. Die hatten wir kurz im Kühlschrank. Ja. Und jetzt können wir eigentlich anfangen, die Tannenbaum-Cupcakes zu dekorieren. Ne? Einfach hoch aufspritzen wie so ein. Genau, wie ein Tannenbaum. Okay. Ich liebe das Geräusch. Ja. So ein richtiges ASMR. Tada! Oh, dein sieht besser aus. Schön. Du hast einen kleineren Baum gemacht. Ja, ich wollte erst mal klein anfangen. Ich finde es ja richtig toll, dass du ja bei Masked Singer warst. Oh, das war wirklich eine Zeit, die ich nie vergessen werde. Das ist so ein Format. Wow. Ja. Es war nie wirklich nicht einfach. Ne? Also das erste Mal, als ich die Kostüme bekommen habe, ne, ich glaube, ich habe wirklich gedacht, ich kriege keine Luft, weil manche Kostüme haben einen Riesenkopf und da kann man gut atmen. Aber ich hatte natürlich ein schmales Flamingo-Kopf. Ne? Und meine Nase hat immer gegen den in den Front, diese Mesh. Dann aber immer. Wie kannst du dann da frei atmen und singen? Ich meine, also du musst dir eine lustige Geschichte erzählen. Yeah. Ne? Also ich habe das erstmal alles angezogen. Das war immer so, erstmal ein Body und dann so, alles das, was dazu kam. Ne? Und dann haben die gemerkt, die haben keinen Schlitz für mich gemacht. Ne? Weil ich habe gesagt, aber ich muss jetzt auf die Toilette. Und das hat wirklich bei mir 20 Minuten gedauert. Ne? Und ich habe gesagt, du musst wirklich hier einen Schlitz vorne machen, weil ich kann nicht immer, jedes Mal, wenn ich auf die Toilette bin, ich bin sehr oft auf die Toilette gegangen, weil ich immer so aufgeregt war. Ich hab das, und dann haben die das wirklich mit Klettbund gemacht, das war wirklich toll. Und die haben gesagt, ja, aber du musst die ersten Wochen als Frau sich bewegen. Also okay. Du musst natürlich auf die Frauentoilette gehen. Okay. Und ich war so, wirklich? Ach, um auch quasi so die Zuschauer, genau, und die Jury auch zu die verwirren. Leute hinter die Bühne, weil keiner weiß, wer unter die Maske steckt. Also war wirklich gar niemand? Niemand, außer nur einem Person. Okay. Und die mich immer begleitet hat. Ne? Und dann, ich bin immer auf die Frauentoilette gegangen. Ne? Es war, die Gespräche von den Frauen waren sehr lustig. Ne? Und ich war so, oh Gott, wie kriege ich das hin? Und ich dürfte natürlich nicht lachen, weil ich habe so ein hässliches, männliches Lachen. Nicht und hässlich, dann, aber männlich. Ja, und dann musste ich mich immer so, so die ganze Zeit. Na gut. Und dann irgendwann. Du durfst auch nicht reden. Nee, dürfte auch nicht reden. Weil man erkennt ja sofort an deiner Stimme, wer du bist. Und nach die 3 Wochen natürlich wurde das gesagt, dass ich doch ein Mann bin. Man hat das gehört in meine Stimme und so. Und tatsächlich habe ich vergessen, dass ich muss nicht mehr auf die Frauentoilette gehen. Und dann war ich einkaufen in der Stadt. Und ich bin plötzlich als Ross Anthony in die Frauentoilette gegangen. Und da waren so viele Frauen, und ich war so, hi. Und die waren alle verwirrt. Ja, und alle waren so,
Was hat sie denn? Und ich bin so, und du siehst mich, während wie ich aus die Frauentoilette wegrenne. Und alle Frauen hinterher. Alle Frauen so, wo sind denn die mal bei uns auf die Toilette? Ach Gott. Das war richtig geil. Hast du das dann jemals aufgeklärt, warum du auf der Frauentoilette warst? Ja, ich habe dem schon gesagt, dass ich bei der Mastinge war. Ich musste, ich habe es vergessen, weil ich immer, es war natürlich dann Routine, ne, dass ich immer auf die Frauentoilette gehe. Aber Gott sei Dank, ich habe mich immer hingesessen sowieso. Machen wir ein zweites dazu. Ach Gott, wie lustig. Aber durftet ihr quasi entscheiden, was ihr für ein, was du für ein Kostüm hast? Also, oder wird es dann für dich entschieden? Weil eigentlich darf man und soll man ja nicht erkennen, wer du bist. Nee, aber das Schönste ist, das Team vor Ort, die haben immer natürlich geguckt, was für ein Promi zu denen ging und weißt du, was die gemocht haben. Ja. So, und die wussten schon, dass ich Flamingo sehr mochte. Und deswegen haben wir natürlich dann ein Flamingo. Ja, damals, das sind übrigens Ross-Streusel, die sind so schön, eine richtig schöne Weihnachtsmischung. Das ist aber lieb von dir. Ja, die sind richtig hübsch. Damals war mal ein Alpaka dabei, da haben auch viele mitgeraten, ob ich es bin, weil ich Alpakas so liebe. Also ich habe auch tatsächlich auch gedacht, ob du das warst, ja? Und beim Brokkoli dachten es einige, aber es ist wahrscheinlich, weil ich halt immer Brokkoli und Sellerie esse. Nee, Brokkoli war ich sehr sicher, dass du nicht warst, weil du singen kannst. Oh, danke. Aber das Mudo sagte, das muss jemand sein, der nicht aus der Musikbranche kommt, aber trotzdem verrückt genug ist, hier mitzumachen, ist es Sally. Und mir schrieben dann aber echt Zuschauer, die haben geschrieben, das bist nicht du, du kannst wirklich besser singen. Und ich dachte, ich kann es nicht besser, aber danke. Ach je. Oh, deine Zeit wird kommen und dann werden was die ist Leute... Denn, was ist denn beim Singen das Wichtige? Sagst du, jeder kann singen lernen oder denkst du, ist es schon... Ich meine, ich glaube, es ist schon ein Stück weit sehr, sehr, sehr viel Talent dabei, denn es gibt ja Stimmen, die sind einfach außerordentlich gut und es gibt Stimmen, wo man sagt, okay, beim Frauenchor reicht's. Sie kann singen, aber es wird jetzt kein Superstar. Aber würdest du sagen, jeder Mensch kann es lernen? Also so eine Technik gibt? Ich finde tatsächlich, dass jeder Mensch kann es wirklich lernen. Nicht jeder kann so gut singen, aber ich glaube tatsächlich, dass jeder einen Ton halten kann. Mhm. Und das ist natürlich von Chor sehr wichtig. Wenn man ein Solo-Künstler oder Künstlerin sein möchte, dann muss natürlich jemand das was Besonderes haben. Ne? Mhm. Und es gibt natürlich Menschen, die, glaube ich, die sind damit angeboren, ne? Dass die so gut singen können. Ne? Aber ich habe deine Stimme auch gehört und ich finde, du hast wirklich eine schöne Stimme. Und mein Mann, der Opernsänger ist und auch Gesangslehrer, der könnte dich viel beibringen. Ne? Ja. Hat es viel mit der Atmung zu tun? Definitiv. Oder Körperhaltung? Definitiv. Oder du kennst dich schon gut aus. Körperhaltung auf jeden Fall, weil viele Leute, wenn die singen, die gehen in sich ein und das ist natürlich, die müssen viel Luft hier unten einsammeln können. Ne? Und mit Atmen ist eine Technik, ne? Man muss es auch gut können. Ne? Ich habe es immer noch schwer damit. Manchmal, wenn ich so längere Sätze singen muss, ich bin ja immer kurz davor, ich bin so... Ja, ich finde, wenn man so im Auto oder in der Dusche so mitsingt, lauthals, da geht einem einfach zuerst die Puste immer auf. Genau. Man steht dann da. Aber da lernt man, ne? Wie man länger... Weil ich meine, wir lieben hier, okay, ich sage jetzt einfach mal wir im Unternehmen lieben alle Karaoke. Ich sage jetzt einfach wir und alle haben unterschrieben, dass sie es auch lieben. Und da ist schon so, dann singt man da so lauthals mit und dir geht einfach irgendwann diese Puste aus. Aber es ist immer lustig. Ja, aber dann, ich merke das auch, wenn ich aufgeregt bin oder ich meine Stimme nicht aufwärme. Nach einer halben Stunde ist meine Stimme auch dann fertig. Ne? Ja. Dann habe ich immer Probleme. Und ich merke das halt, oh, das hätte ich doch schon viel besser aufwärmen müssen. So, man muss konsequent sein. Ne? Man muss wirklich sich hinsetzen, die halbe Stunde die Stimme aufwärmen, wirklich viele Übungen machen und auch viel den Hals schön, ne? Dass das nicht, oder schon, wie man sagt. Ja. Ich war damals im Schulchor, weil ich in Musik tatsächlich eine relativ schlechte Theorienote hatte. Und weil du nur gesungen hast und sonst nicht. Nee. Und damals habe ich mich auch nicht getraut. Aber ich hatte eine recht schlechte Theorienote, weil ich einfach Musiktheorie nicht so, es war nicht so meins. Es hat mich nicht so interessiert, wann Beethoven geboren, gestorben und das muss auch nicht. Und dann wusste ich aber, ich kann die Note 4 mit einer mündlichen 1 korrigieren, wenn ich in den Schulchor gehe. Und dann war ich im Schulchor. Aber meistens habe ich nur ohne Ton mitgesungen. Wirklich? Ja. Aber dann habe ich die 1 gekriegt und dann habe ich die 4 ausgeglichen. Ja. Toll. Ja. So. Sieht das nicht schön aus? Guckt mal, das perfekte Gebäck für euren Weihnachtssonntag.
für einen Adventssonntag. Das ist doch einfach und schön. Es ist wirklich schön, weil man kann als Familie das machen, ja, in die Küche. Ne? Man muss nicht alleine da stehen. Ja. Es gibt genug zu tun für alle. Ne? Und man hat wirklich Spaß. Und das ist eine Zeit, wo man wirklich als Familie zusammen leben kann, ja, und das Leben genießen kann. Und es gibt nichts Besseres. Und die sind für Kinder sehr einfach ganz zu machen. Ne? Ja. Also meine Kinder würden das auch lieben. Die würden hier sofort mitdekorieren. Sie sind leider beide noch in der Schule. Sonst hätten, also eigentlich darf ich gar nicht sagen, dass du da warst, aber vielleicht schaffen sie es ja gleich noch nach der Schule, dass sie dich noch treffen. Aber wie wär's, wenn wir die gleich einpacken, mit nach Mannheim in unseren Shop nehmen? Machen wir, oder? Und dort dann verkosten lassen. Oder einfach nur als Geschenk rausgeben. Einfach nur als Geschenk mit dazugeben. Das finde ich. Oder? Machen wir das? Ja. Schön. Und ich weiß, dass mein Team jetzt noch ein Spiel vorbereitet hat. Ich hoffe, es hat nichts mehr mit dem Geruchssinn zu tun, aber ich freue mich aufs nächste Spiel. Ich auch. Kommen wir zum zweiten Spiel. Jetzt spielen wir Kartoffellauf. Yeah. Ihr freut euch ein bisschen zu früh. Ach so. Ich erkläre euch mal die Regeln. Ihr werdet hier in diesem Parcours einmal entlang laufen. Ich mache es mal kurz vor. Ich stelle euch eine Frage. Sobald ich die Frage gestellt habe, müsst ihr auf mein Go warten. Ja. Dann dürft ihr laufen. Einmal sagst du hier. Go oder zählst du? Ich zähle runter von 3, 2, 1, dann ist besser. Und dann go? Ja. Also nicht 3, 2, 1, wir rennen, sondern 3, 2, 1, go und dann, ja, rennen wir. Und dann einmal hier rum und einmal hier drüber hüpfen. Mhm. Und buzzern. Und dann dürft ihr die Antwort singen oder einfach beantworten. Am besten. Aber ich darf nicht währenddessen schon antworten. Nein. Okay. Nein. Und wenn eine falsch ist, dann die andere darf singen. Dann darf der andere natürlich auch nochmal raten. Okay. Und das war ein ziemlich schlauer Bauer, denn der hat kleine Kartoffeln. Ja, wir haben natürlich auch ein bisschen. Also da ist unsere Startlinie. Okay. So, kommen wir zur ersten Frage. Ja. Welches der fünf Spice Girls fehlt hier? Scary Spice, Posh Spice, Ginger Spice, Sporty Spice. 3, 2, 1, go! What I really want to zig, Baby Spice! Yeah. Richtig! Yeah! If you wanna be my lover. Ja, geil. Richtig geil. Ich hätte es gewusst, aber du warst schneller. Ich hätte es gewusst, aber du warst nicht schneller. War schon mal gut. Du hast das meins. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht deine Kartoffel klauen. Das ist meins. Das ist der Grund, warum das meins ist. So, kommen wir zur zweiten Frage bzw. Aufgabe. Wie tanzt man zu Macarena? Stopp. 3, 2, 1, go! Du hältst sie aber nicht fest, gell? Zusammen! Gleichzeitig. Okay, go. Okay. Also, hey, Margarita! Hey, Margarita! Yes! Wo ist mein Kartoffel? Stehen die Buzzer wieder richtig? Oh, jetzt Kartoffel. Ja, das passt so. So, einmal bitte in der Linie, genau. Kommen wir zur dritten Frage. Was hatte Oli P. 1998 im Bau? 3, 2, 1, go! Flugzeug im Bau! Richtig! Aber ich kann nicht warten. Zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Gib mir mein. Umso leichter, umso leichter wird. Also wir haben beide einen Punkt verdient. Nein, leider nicht. Sally hat die Kartoffel fallen lassen. Ich hab's gesehen. So, kommen wir zur nächsten Frage. An welchem Wochentag kann Dida von den Fantastischen Vier nicht? Was?
An welchem Wochentag kann Dida von den Fantastischen Vier nicht? Ja. Drei, zwei, eins, go! Ich glaube, beide wissen es nicht. Ist es Dida, die da am Eingang steht? Oder Dida, die mir den Kopf verdreht? Ist es Dida, oder Dida, die irgendwas mit Freitag? Richtig! Punkt für Sally. Danke, ein Punkt für Sally. Ja. Das war unsere vierte Frage schon. Kommen wir zur Frage Nummer 5. Welcher 90er-Song beginnt so? Every night in my dreams I see you, I feel you. 3, 2, 1, go! My heart will go on! Richtig! Every night in my dreams I see you, I feel you. That is when I know you. Go on, near, far, wherever you are. Titanic, Titanic. I will always. Yes, es geht weiter, ja. So. Punkt für uns! Yes! Wieder ein Punkt für uns. Ich kam nicht drauf. Das ist schwierig, wenn man das nur, wenn man nur den Text hört. Oh, Ciri, geh lieber aus dem Weg, mein Schatz. Geh lieber aus dem Weg, Katze. So, der Ross, der hüpft über die vorletzte Frage. Was fragte sich Hathaway 1993? Drei, was? Zwei, was fragte sich... Was? Was? Wer? Was fragte sich Hathaway 1993? Wer? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Richtig, einfach was. Das ist geil. Ich kenne den Song, aber ich kenne den Interpret nicht. Wo ist Hathaway? Was, what, what, what? Wer? Ich dachte Anne Hathaway. Anne Hathaway? Ich war die ganze Zeit bei Anne Hathaway. Die kann auch super singen. Ich lasse dich jetzt den letzten gewinnen. Nein, lass mich nicht gewinnen. So, die letzte Frage, die was? Musst du. Die musst du gewinnen. Oh mein Gott, hat's was mit den Backstreet Boys zu tun? Quit playing games with my heart. Playing games with my heart. Kommen wir zur letzten Frage. Was für ein Spiel wollten die Backstreet Boys 1996 beenden? 3, 2, 1, go! Quit playing games with nein, my heart. Nein, nein. Quit playing games with my heart. Playing games with my heart. Quit playing games with my heart. Quit playing games with my. I should have known from the start. Quit playing games with my heart. My heart. Oh. Woo! Yay! Das war super. Ach, du meine Güte. Das war super. Jetzt fahren wir kurz eine Pause, machen uns fresh und fahren nach Mannheim. Ich würde sagen, wir machen einfach ein Karaoke-Auto. Ja, fahren nach Mannheim in den Shop, packen die Cupcakes ein. Das letzte Spiel spielen wir auch dort. Okay. Das letzte Spiel machen wir auch dort. Gut. Das war ein Pudel. Ach Gott, wie lustig. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Oh. Also was ich ganz toll finde, ist, dass ihr denkt über die Natur auch. Ne? Das ist euch super wichtig, ne? Mit den Gewürzen, was bei euch wächst und so. Mhm. Und hat Murat auch gesagt, viele Leute vergessen, die Bienen leben durchs Winter auch weiter. Ne? Genau. Und ihr habt das so ermöglicht natürlich bei euch, dass es auch wirklich dann Pflanzen gibt, die jährlich dann immer blühen. Ne? Und, die immer wieder nachwachsen. Genau, für die Bienen und da sind. Ne? Ja. Die Tiere, die Insekten. Aber hast du wirklich gedacht, dass irgendwann stehst du hier mit so einem, kann man Imperium sagen? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Nee, hast du nicht gedacht. Mm-mm. Und ich merke das jetzt schon, aber du bist so trotzdem eine sehr dankbare Person für alles, was du hast. Ne? Ja, bin ich auch. Also es ist nicht selbstverständlich. Hätte ja alles auch anders kommen können. Ja. Und ich wäre auch glücklich geworden, wenn ich Lehrerin geblieben wäre. Aber trotzdem, fand ich ganz toll, ist das, als wir dieses Tor jetzt gerade gemacht haben, ne? Also Murat hat auch gesagt, wir geben jedem Mensch eine Chance und das bedeutet, ihr habt natürlich die Möglichkeit, Menschen mit Behinderung auch anzunehmen. Ja, definitiv. Ne? Das so, ist so wichtig. Es schließt keine aus. Ja, ne? Menschen auch wirklich mit einzubeziehen, zu involvieren, egal woher sie kommen, egal ob sie gesundheitliche Einschränkungen haben. Es ist einfach wichtig, dass man alle Menschen unterstützt und fördert. Ja. Das finde ich toll. Das ist toll.
Das finde ich ganz toll. Sehr schön. Aber jetzt, ja. Welchen Song kennst du denn? Welchen Song ich kenne? Entweder Mama Mia kann ich auswendig. Ja. Oder Honey Honey kann ich auswendig. Aber? Ja. Aber. Oh, thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song or a dance? I ask thee. So I say, thank you for the music, for giving it to me. Aww. Hast du den Text gehört? Ich habe gesungen, what like, would life be without Ross Anthony oh in my car. Oh my God. Without Ross Anthony next to me, hätte es heißen müssen. Oh, honey, honey. How you thrill me. Uh-huh. Honey, honey. Honey, honey. Nearly kills me. Uh-huh. Honey, honey. The way that you kiss goodnight. The way that you hold me tight. Man, I wanna see when you do your thing. Thing. Honey, honey. Let me feel it. Uh-huh. Honey, honey. Honey, honey. You can dance, you can shine, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that. See, this is the dancing queen. Mm-hmm. This is the dancing queen, girlfriend. She is the dancing bacon queen of my life. I want your love and I want your revenge. Head romance, oh, oh. I want your love and. Es ist süß, wie sie sich nicht traut. Ich trau mich nicht. Warum? Ich verstehe das nicht. Normalerweise mit Anna im Auto schreie ich immer. Aber du kannst doch singen. Da schreie ich sie immer raus. Du bist es, ihr seid das! Alles gut? Ja, Mann. Ja, schön. Was macht ihr? Habt ihr gut gearbeitet? Wir filmen gerade. Ja. Was Geiles. Ja. Richtig geil. Pass auf euch auf. Schönen Feierabend. Tschüss. Ciao. Ah, ist geil. Ach, guck mal, wie sich freuen. Party machen, ja. Party machen. Schrittmatterbau. Können wir mal ein bisschen Werbung machen für das Unternehmen aus Ludwigshafen. Siehst du, die werden sich sehr freuen darüber. Jetzt ist da, jetzt bist du dran. Hi! Hallo, alles gut? Habt ihr Spaß? Was macht ihr? Läuft richtig geil, richtig geil. Wir haben heute schon gebacken. Wir gehen jetzt in den Shop. Ja. Kommt ihr in den Shop? Echt? Ja. Kommt ihr in den Shop? Ja! Bis gleich. Fahr vorsichtig. Wir sind jetzt gleich im Shop. Mhm. Bin ich mal gespannt. Das war ein Wechsel auf einmal. Wenn sie so war. Das bist du gerade. Wir sind gleich im Shop. Also wir sind gleich im Shop. Also ja, wir kommen gleich an, ja. Mhm. Ja, und was machen wir dann? Oh, wow, mal. Er ist sowieso nur 10 gefahren. Komm, Spucke aus dem Mund wieder. Ein bisschen schlapperst. Ja, Gisela musst du dir die Spaß machen. Also die Gisela. Mach mal die Tür auf, schnell. Und jetzt geht's los. Kindersicht. Okay, stopp. Stopp! Oh Gott, was tut er? Was tut er? Wechseln wir die Plätze, schnell! Stopp! Stopp! Das war geil. Das war so Action. Ja. Das war wie Sylvester Stallone. Warte mal, das ist nicht auf mich.
Ich bin noch da. Ich bin da. Ich wusste gar nicht, dass du so lustig bist. Komm mal raus. Tschüss. Tschüss, war schön mit dir. Es ist so durch. Wie geil ist das bitte? Willkommen in Mannheim. Schön. Willkommen. Schön, willkommen hier. Also, es ist wunderschön. Ich war öfters in Mannheim. Ja, ich finde es wirklich toll. Ich habe sogar in das Hotel hier übernachtet und ich war mehrmals einkaufen. Ja? Und mehrmals bei dir. Mm. Du denkst, dass ich nicht das erste Mal bei dir war. Aber jetzt könnte ich euch wirklich meine Vorfreude zeigen. Ja. Ja. Warum läufst du mit so einem unechtes Mikro um? Du, ich wollte es einfach mitnehmen. Es passt einfach zu dir. Einfach, dass es aussieht, als hätten wir einfach ein professionelles Mikrofon dabei. Ach so. Hat so ein bisschen Fernsehtouch. Ich habe sogar ein Logo drauf. Und lebst du gerne hier in Mannheim? Also in der Nähe? Ja, doch. Ich finde unsere Region schön. Das ist deine Zuhause, gell? Ja, Rhein-Main-Region ist die beste. Einfach beste. Ja, und hier sind wir bei den Quadraten, Q6, Q7 und da gehen wir jetzt rein. Und da sind wir. Wie süß. Guck mal, wie die alle dich angucken. Und dich hier. Mit Freude. Hi. Okay, jetzt sind wir hier im Shop. Wie man und sieht. Das Team hat alles vorbereitet. Jetzt kommt das letzte Spiel und Tolga wird uns hoffentlich erklären, was wir zu tun haben. Weil Sally nicht gewinnen wird. Wenn es weiterhin so gut für mich läuft, übernimmt Ross einfach den Laden. Nee. So, dann kommen wir zum Spiel nochmal. Oh, da bist du. Hi. Danke für Sally und Ross. Dankeschön. Und für Tolga. Wir werden jetzt Song erraten. Das bedeutet, oh, das geht gar nicht. Ihr macht Pantomime, das Publikum wird erraten müssen. Oh, wirklich? Wir machen es jetzt mal spontan, das Publikum errät. Okay, gut. Okay, das heißt, wir können wir ein Beispiel haben. Und wenn sie es erraten, dann... Dann kriegst du den ja, genau, den okay. Ein Beispiel. Okay. Mm. Okay, Who let the dogs out? Who let the dogs out? Richtig, das wäre dann ein Punkt für dich. Geil. Okay, gut. Den Punkt habe ich jetzt. Ja. Also. Nee, den musst du jetzt nicht. Also, klar. Das war jetzt nur ein Beispiel. Gut, okay. Okay, dann fangen wir mit dir an. Fangen wir mit mir an. Und ich darf nicht mit. Achso, nee, warum soll ich mitraten? Okay. Und go. Das war gut. Es ja? wäre schön, wenn die das richtig buchstabiert hätten. Hast du es gesehen? Du darfst. Okay. The Eye of the Tiger. Wow! Sehr gut. Dann bin ich wieder dran. Du bist wieder dran. Okay. Mhm. Yeah! Wow! Wow! Das gibt's doch nicht! Wow, du darfst dir eins von denen aussuchen. Puh, oh, mach die erste. Mhm. Kannst mich nutzen, wenn du willst. Ja? Okay. Ich bin bereit. Du weißt, es ist nur symbolisch. Ja. Okay. Aber, nee, ne? Wow, wow, super! Oh, da, du hast so kalte Hände, also ganz toll. Kalte also, Hände, warmes ja. Herz. Ja. Oh, das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Du darfst. Was mache ich gerade? Ja, was ist das Wort? Yes! Dancing Queen, hallo, war das nicht Queen genug?
Okay. Oh, aber den Song kenne ich nicht mal. Hast du nicht geguckt? Wow, lassen? Okay, aber. Oh. Aber das ist ganz leicht. Ja. Das ist ein deutsches Song. Yeah! So, letzter. Letzter. Oh, okay. Das können wir echt zusammen tanzen. Ja, wir machen das zusammen. Okay, 3, 2, 1. Yes! Richtig! Einmal Applaus! Wer hat gewonnen? Die Gewinner werden noch gekürt. Moment, Moment. Jetzt kommt erst noch das letzte Spiel, weil das war ja so ein einfaches Spiel, sag ich mal. Ja, jetzt kommt noch unser Schätzspiel. Unser Schätzspiel? Ihr dürft jetzt schätzen, wie viele Hitchis hier drin sind. Die habe ich einzeln gezählt. Paar habe ich schon gegessen, aber ne? Nee, hier nicht. Doch, weil die standen da hinten, ich bin da reingegangen. Ey. So, wir halten das. Mein Team muss drauf aufpassen. Und es ist diejenige, die am nächsten ist. Ja. Egal ob ja. drüber oder. Ich hab's dir gezählt. 1, 2, 3, 231, 232, 233. 1, 2, 3. Ich hab meine Zahl aufgeschrieben. Ja. Schreibst ja. du deine auch auf? Stück, ne? Wir reden vom ja, ja, Stück. Stück. Kein Gramm. Mhm. Nein. Einmal, dann würde ich mal sagen, was denkt denn das Publikum? Ja, genau. Wie viele sind da drin? 81. 120. 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 120
nervös. Ich glaube, wir müssen die Muffins ein bisschen schneiden, ne? Weil sonst ja, komm mal noch mal kurz für ein Siegerfoto, für ein Pressebild. Ja, mach ich sehr gerne. Warte mal, warte mal. Unser Pressesprecher hier. Genau, machen wir am besten so, dass ich dahinter bin. Wir probieren jetzt die Cupcakes. Ross feiert seinen Gewinn und wir freuen uns, dass wir alle hier sind. Am Ende lassen wir ihn hier noch durchrennen. Wir machen super Toy Club. Er soll mitnehmen, was er möchte. Er soll sich hier ausleben. Er ist einfach der Beste. Es war ein wunderschöner Tag mit ihm. War richtig, richtig schön. So, also alle in die Küche. Cupcakes! Der Tag war fantastisch, ich habe so viel Spaß gehabt, aber wirklich, als ich ankam, bis jetzt gerade eben, es war wirklich wunderschön. Sally ist so ein toller Mensch und ich bin sehr dankbar, dass ich den Tag mit ihr verbringen kann. Und jetzt essen wir was. Haben wir ein paar Teller? Wo magst du starten? Zack-Abteilung? Für Weihnachten? Lollysticks? Und eine Tortenecke für angefangene Torten. Und eine Tortensäge zum Bröten durchschneiden. Oh, ich kann nicht glauben, ich bin wirklich im Paradies. Es ist der schönste Tag meines Lebens. Und ich glaube, jeder, der backt, wird es verstehen. Wird verstehen, wie toll das ist, hier zu sein. Und wenn ihr noch nicht wirklich bei Sally in ihrer Shop waren, dann ihr müsst wirklich hier hinkommen, weil es ist eine Reise wert und es ist so toll, es ist wirklich so toll. Ich flippe gerade aus. Ich glaube, ich hätte auf die Toilette gehen müssen, weil bei mir ist es ein bisschen schwierig jetzt gerade. Aber mega und so eine bodenständige, tolle Frau. Wahnsinn, wow, Wahnsinn. Ich weiß es nicht. Alles gefunden? Ja, alles und noch viel mehr. Was für ein wunderschöner Tag. Danke dir, das war so toll. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Das war toll. Also, bis ganz bald. Ja, wie komme ich jetzt nach Hause? Falsche Richtung. Hier. Ach so. Also warte, warte. Sally! Wollen die mich verarschen? Jetzt haben die einfach ihre Party gefeiert und alles dagelassen. Jetzt darf der Murat wieder den Kercher nehmen.